Du bist Battlefield. Hallo und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von der Beta von Battlefield 3. So sieht's aus und wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, steigen wir nicht von vorne ein, sondern ich habe uns mal mitten in das Game reingeworfen, weil es ansonsten einfach viel zu lange wird und 20 Minuten zu kommentieren, das ist schon eine Herausforderung und wie ihr jetzt sicherlich schon rausgehört habt, ist das eben auch kein Live-Commentary, sondern es ist ein normales Commentary. Aber ich würde mal sagen, es fällt eher so unter die Kategorie Off-Topic-Commentary, da ich nicht so viel über das Gameplay sagen werde. Aber wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann erwartet euch wirklich noch exklusives Material nur aus dem Hause Hulkamania. Also da könnt ihr schon gespannt sein. Bleibt also bis zum Schluss dran, ansonsten werdet ihr 100% was verpassen. Aber ich würde sagen, jetzt fange ich einfach mal so mit meinem Thema an. Erste Thema wäre nämlich das Stichwort Headset. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich mir ein Gaming-Headset holen wollte und es ist nun endlich soweit. Es kam jetzt am Samstag mit der Post an, nur zur Info, wir haben heute Sonntag. Und zwar habe ich mir geholt das Sony Wireless Stereo Headset für die PS3. Es ist also ein offizielles Produkt von Sony und es kam erst im September raus, also es ist noch gar nicht so lange her. Es gibt es momentan aber nur in Amerika und nicht in Europa. In Europa kommt es wahrscheinlich erst im Februar raus und deswegen kann man es sich momentan nur importieren lassen. Das habe ich aber gemacht. Es hat mit Versand 75 € gekostet und ich muss sagen, für diesen Preis ist es einfach nur atemberaubend. Ich kann gar nichts anderes dazu sagen. Ich komme jetzt, weil ansonsten die Zeit wegrennt, das ist mir nämlich gerade eben passiert, komme ich gleich mal zu den wichtigsten Infos zu diesem Headset. Und zwar ist es ein Wireless-Headset, das bedeutet, es ist kabellos, man muss nichts mit sich rumschleppen. Man hat also nur so einen Dongle, also so einen USB-Adapter, den steckt man in die PS3 rein. Und dann muss man nur noch das Headset anmachen und das große Spektakel kann losgehen. Also, und jetzt vielleicht noch ein paar Infos zum Headset. Es hat keinen, ich sag mal, richtigen 5.1 Sound oder sonst was, wobei das eher besser ist. Es ist ein normales Stereo-Headset, so wie sich das auch gehört. Und es hat, wer möchte, noch einen virtuellen 7.1 Surround Sound dabei. Den kann man an- und ausmachen, so wie es das Herz begehrt. Ansonsten hat es auch noch ein Mikrofon. Ich meine, was wäre ein Headset ohne Mikrofon, was wirklich einen kristallklaren Sound von sich gibt? Also was ich jetzt momentan als Resonanz von meinen Mitspielern bekommen habe, ist bis jetzt nur positiv gewesen. Und also das sollte schon mal ein guter Pluspunkt für das Headset sein. Ansonsten hat es natürlich auch noch einen Regler. Einmal einen Regler für den normalen Sound, für den In-Game-Sound. Und dann hat es aber auch noch einen Regler für den, ich sag mal, in Anführungszeichen Gesprächspartner. Das bedeutet, man kann also einstellen, wie laut der In-Game-Sound sein soll oder wie laut gerade der Partner sein soll, mit dem man kommunizieren möchte. Aber nun ja, ist das Headset eigentlich auch wirklich tipptopp. Also ich habe oft beispielsweise gehört, dass das Turtle Beach PX 21 an der Stelle abbrechen soll, wo der Kopfhörer anfängt und der Headset-Bügel aufhört. Aber also bei diesem Headset kommt mir das nicht so vor, das ist wirklich sehr, sehr stabil. Der einzige Nachteil ist vielleicht das Mikrofon, dass das ein bisschen wackelig, aber wenn man darauf aufpasst, dann sollte damit eigentlich auch weiter nichts passieren. Einfach ein bisschen Acht drauf geben, dann passt es auch schon. Und jetzt vielleicht zum nächsten Thema, das Headset wird per Akku aufgeladen. Was heißt per Akku aufgeladen? Also Sie sehen mein Akku drin, ich schätze mal so ein ähnlicher wie auch in dem Controller drin ist. Und sobald natürlich der Akku leer ist, das wird einem aber dann auch gesagt und man hat dann auch noch genug Zeit, das Ganze anzuschließen, benutzt man einfach das gleiche Kabel, das man auch beim Controller hat und schließt es irgendwo an eine Stromquelle an, nenne ich es mal, und dann lädt das Headset auf und währenddem es auflädt, kann man trotzdem noch weiter zocken, also das macht auch nichts aus. Ich empfehle euch dafür aber eine USB-Verlängerung, weil ja das Kabel, das mit dem Controller mitkommt, doch ziemlich kurz ist. Ja, was hat dieses wunderschöne Headset auch noch? Also vom Design her muss man natürlich immer sagen, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Mich tut dieser puristische Stil sehr, spricht mich schon sehr an, weil ich den einfach mag. Aber das ist natürlich bei vielen Geschmäckern anders, das ist, schätze ich mal, klar. Das Mikrofon kann natürlich auch gemutet werden, da klickt man dann einfach da drauf, wo man das Headset anmacht. Das bedeutet, da wo man das Headset anmachen muss, da drückt man lange drauf, damit es angeht,
und einmal kurz drauf drücken, sage ich mal, um das Headset zu muten. Das gleiche auch, um es wieder zu entmuten. Das Ganze wird auch noch oben auf dem Bildschirm dann angezeigt, dass das Headset gerade an oder aus ist. Das gleiche gilt auch für den virtuellen Sound. Wenn der an oder aus ist, wird ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt. Das gleiche ist so auch mit dem Batteriestatus. Also es ist eben diese Verbindung da von Headset und PS3. Man merkt einfach, dass es ein offizielles Produkt ist und dass wirklich da alles top abgestimmt ist. Und ich würde sagen, für den Preis kann man nichts Besseres bekommen. Da kann kein Triton 180 mithalten und auch kein Turtle Beach PX21. Diese Runde ist vorbei und Leute, eins sage ich euch, für die, die bis jetzt dran geblieben sind, die erwartet jetzt ein Feuerwerk der Gameplay-Clips. Nämlich habe ich noch ein paar Clips, sage ich mal, ein paar Best-of-Clips rausgesucht, die ich auf der Platte hatte und werde die nun zum Gameplay hin kommentieren. Und nach diesen Clips gibt es noch ein neues Intro von mir, das so beschissen ist, das glaubt ihr gar nicht. 5 Stunden habe ich für dieses Intro gebraucht und es ist sowas von beschissen. Deswegen dürft ihr das einfach ganz zum Schluss euch auch noch reinziehen und drüber ablachen. Ich würde sagen, es geht jetzt bloß mit der Überschrift Gameplay-Clips. Los geht's. Und da sind wir auch schon. Wir haben die Pumpgun rausgeholt. Und das Erste, was wir machen, wir möchten einen Feind töten und wir können nicht treffen. Das sollte man eigentlich bei Ego-Shootern, aber da der Feind uns nicht sieht, können wir das trotzdem machen. Und einen Collateral gibt's gleich natürlich auch noch. Mit einem Schuss 2 Gegner umgepumpt. Das kriegt nur der Hulk mit einer Pumpgun hin. Oh yeah. Und die nächste gute Tat ist natürlich, das MCOM zu disarmen, wenn es gezündet wurde. Das ist unser Job als Verteidiger. Und was kriegen wir als Belohnung dafür? Ihr seht jetzt gleich, wir liegen dafür im Dreck. Das ist die Belohnung dafür, dass wir uns für das Team einsetzen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Aber natürlich gibt es auch immer überall. Überall gibt es Camper. Und was muss man mit diesen Campern machen? Tja, dreimal dürft ihr raten. Sobald sie gesehen werden, wird mir ihnen etwas eingestellt, das man nur mit Verrätern normalerweise macht. Man nimmt nämlich das Messer, wie es in Battlefield 3 üblich ist, und rammt es ihnen zack in die Brust rein und nimmt das Dogtag gleich noch mit. So wird es gemacht. Das sage ich euch, meine Freunde. Der Gaming-Künste. Und so gibt es natürlich ganz viele Fälle von Campern, nenne ich es mal. Es gibt ja Camper überall. Es gibt Camper in der U-Bahn, in der Pariser Innenstadt, in der Pariser Innenstadt. Die gibt es überall. Und deswegen muss man alle Camper muss man wirklich so radikal töten. Zack, da ist der nächste Dogtag gleich mitgenommen. So wird es gemacht. Müssen auch wir irgendwann mal campen. Das ist natürlich ganz logisch. Campen muss jeder mal. Und ich würde sagen, deswegen wird jetzt auch intensiv gecampt, so intensiv, wie es überhaupt nur möglich ist. Und wie macht man das am besten? Man nimmt ein Snipergewehr, sieht die offene Tür, legt sich hin und begrüßt die Feinde mit einem herzlichen Hallo. Zack, 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 da sind sie alle weg. Man schießt wild drauf und erwischt trotzdem jeden Feind. Tja, wer kann das schon? Ne? Das kann nicht jeder, das sage ich euch aber. Einfach mit Dauerfeuer in der Gegnermasse reinzuhämmern. Aber selbstverständlich kommt auch irgendwann mal die Zeit, wo man Abschied nehmen muss. Und ich würde sagen, diese Zeit ist jetzt leider gekommen. Ich würde sagen, man sieht sich irgendwann wieder. Auf Wiedersehen. Aber natürlich, nein, nie auf Wiedersehen. Es geht weiter mit dieser Camp-Aktion. Zack, da sind die nächsten Feinde. Es wird einfach draufgeballert. Und ihr seht schon, auf einmal haben wir keine Sniper mehr. Nein, wir haben jetzt ein leichtes Maschinengewehr. Warum? Weil natürlich sich mit so einem Maschinengewehr viel leichter reinpratzen lässt, wie mit einem Snipergewehr. Ich meine, da kann man einfach mit Dauerfeuer rein spammen in die Gegnermassen und so viel sage ich euch. Collateral! Und zwar Double Headshot. Tja, mit einem Schuss von einer LMG, von einem leichten Maschinengewehr. Das kriegt auch nicht jeder hin. Schafft ihr mal ein Collateral mit einem leichten MG? Das ist gar nicht mal so leicht, aber funktionieren tut das Ganze trotzdem. Natürlich auch wieder zurück zu dem Objective und es beschützen. Und wie kann man die Leute am besten abschrecken, das MCOM zu legen, wenn man nicht einfach das Messer nimmt, bam, und es ihnen richtig schön reinrammt. So schreckt man Feinde ab und nicht anders. Und nachdem sowas, nachdem diese Arbeit getan ist, kann man da wieder zurück zum guten alten Camping, legt sich hin und was macht man? Man schießt einfach die Feinde ab, zuerst mal hinlegen und dann die Feinde abschießen.
die ganz gemütlich an einem vorbeilaufen. Und da war der Dritte. Zack, weg ist er. So kennt man. Und irgendwann stirbt man natürlich und spawnt dann wieder. Doch, was ist, wenn man auf einmal spawnt und die Feinde vor einem rumlaufen? Man kann einfach nicht anders und muss sie reihenweise abknallen. Zack, 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 da sind sie alle. Da ist der Nächste. Zuerst mal verfehlt, dann aber getroffen. Und zum Schluss lag ich dann im Dreck in den Rücken geschossen von irgendeinem Drecksfeind. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sagen muss, Leute, jetzt gibt es Rache. Und zwar Rache à la Tuckermania 510. Beine ausgeklappt und auf die Feinde gelauert, gewartet. Da ist der Erste. Da kommt der Nächste angerannt. Zack, da ist der Nächste. So, jetzt, wo sind die Feinde? Ich warte auf sie. Da ist leider nur ein Hitmarker. Aber da sehe ich schon den nächsten Feind, habe ihn verfehlt. Und zack, zum Schluss kommt noch der Letzte. Mit einem knackigen Schuss wurde er getötet. Das war jetzt so viel zu einem Gameplay-Commentary. Das war jetzt der Abschluss von der Beta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zum Abschluss gibt es noch mein verfehltes Intro. Bis dahin, macht's gut.